Leute sind da. So, und sonst? Hey, ich bin Mensch, verstehen Sie das? Ha? Ja. Es reicht schon. Sind Sie der Geschäftsführer? Nein. Ah, okay, passt. So. Upsala. Sie blamieren sich schrecklich heute. Sie blamieren sich, sage ich Ihnen. Aber wie noch? Aber wie Sie sich noch blamieren heute? Aber wie Sie sich blamieren heute? Sie werden sich schämen. Sie werden sich noch schämen. Tut mir leid, aber ich verzeihe es Ihnen, wenn Sie einsichtig sind. Was ist nicht okay? Warum machen Sie? Hören Sie auf, mich zu belästigen. Ja, ja, meins auch, ja. Ja, ja, ja. Bla, 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 bla. Aha, sind Sie Geschäftsführer? Soll das Lokalverbot sein? Ich bin auf der Bus, ich habe ohne... Ist das Lokalverbot? Entschuldigen Sie, machen Sie aber. Ja, ja, passt, passt schon. Ab heute braucht man keine Maske mehr zu tragen. Okay? Ja. Ab heute braucht man keine Kamera, ab heute braucht man keine Maske mehr zu tragen. Wieder schauen. Wo ist die Polizei? Soll ich warten auf die Polizei? Maske braucht man keine mehr tragen ab heute. Die haben es noch nicht geschnallt. Ich darf Ihnen aber nicht offen. Ach so? Wer sagt das? Meine Vorgesetzte. Wer ist die Vorgesetzte? Wer ist der? Die, mit der Sie ganze Zeit reden. Okay. Okay. Was heißt das? Ist egal, ich bleib da. Ich räume aus. Ich muss sowieso ausräumen. Also Ihre Vorgesetzte macht jetzt einen Riesenfehler. Frau Vorgesetzte, komm mal her. Heißt das, dass das nicht kassiert wird heute? Kann ich das nicht kaufen heute? Kann ich das, was ich heute eingekauft habe, kann ich das bezahlen und dann gehen? Nein. Ach so? Nein, es gibt ein bisschen was. Wieso sagen Sie das erst an der Kasse? Sind Sie die Chefin hier oder nicht? Ich bin die Polizei. Okay. Nein, wird nicht gemacht. Das ist History, das kommt in die Geschichte. Das ist Geschichte natürlich, aber das ist das. Das kommt in die Geschichte, das kommt in die Lehrbücher. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Mit wem rede ich da? Nein, ich frage. Wer sind Sie? Ich bin nur ein Mensch. Was? Ich bin auch ein Mensch, sage ich ja. Ich sag's nein, ja. Nein, sind Sie Führer oder was? Was? Sind Sie Führer, Geschäftsführer oder was? Hey, mit wem rede ich da? Würden Sie sich einmal vorstellen, ha? Genau. Mit fremden Männern rede ich nicht, okay? Ja, kann sein. Hey, Dummheit braucht sichtbare Zeichen. Ich bin nicht dumm. Dummheit braucht sichtbare Zeichen. Ah, grüß Gott, liebe Polizei. Kommen Sie her. Seit heute
Wer ist der Chef von euch? Bitte? Sie kriegen ein bisschen Respekt. Wer ist der Chef von euch, bitte? Sekunden mit. Hey, also mal, hast du kurz gehört? Ja, nein, ich komme nicht mit, ich mache jetzt meine Geschäfte da. Und schauen Sie sich natürlich die Entscheidung da an. Passt. Anstandsverletzung abgemahnt. Kommen Sie mit. Worin sehen Sie die Anstandsverletzung? Sie können jetzt mal das. Worin sehen Sie die Anstandsverletzung? Schauen Sie mit uns umgehen. Okay. Wie gehe ich damit um? Ich habe Sie begrüßt. Da steht nicht Kasper. Volltrottel haben Sie gesagt. Kommen Sie mit. Warum? Sie sind angezeigt. Kommen Sie mit oder okay. Ja, Sie wollen mich festnehmen? Reihenfolge ist so. Zuerst mal Ihre Identität stellen, ja, wenn ich das nicht kann. Danke, können Sie mich festnehmen, gell? Ja, okay. Super. Aber ja? Sie können nach der Verhaltenheit einstellen und Sie sind immer noch komplett. Ah, ich bin ganz normal. Ich bin normal beim Einkaufen, bitte. Ich bin normal beim Einkaufen. Gratuliere. Ja, okay. Und die Polizei will Amtsmissbrauch machen anscheinend. Die wollen auf Amt, ob Sie sich als Polizeigesetz oder sonst was. Habe ich? Dann fangen wir mal mit dem an. Also bitte seien Sie so respektvoll und lassen Sie mich meine Einkäufe zuerst erledigen. Zuerst setzen Sie die Maske auf, dann können Sie Ihren Einkauf erledigen. Wenn Sie das nicht, dann werden Sie rausgebeten. Fertig. Muss ich mit allen dreien auf einmal reden oder kann ich mich an einen ansprechen? Was für Amtshandlung? Hey, Sie behindern meine Einkäufe, bitte. Ja, gerne. Gerne. Ich will sagen, welcher Tat Sie mir vor? Welche Tat werfen Sie mir vor? Erstens haben Sie keine Maske auf, zweitens Anstandsverletzung. Geben Sie mir einen Ausweis. Worin besteht die Anstandsverletzung? Worin besteht die Anstandsverletzung? Worin besteht die Anstandsverletzung? Das habe ich Ihnen vorher bereits gesagt. Nein, ich habe es nicht verstanden. Also worin besteht die Anstandsverletzung? Worin besteht die Anstandsverletzung? Ja. Das genau so wie Sie von uns mit Respekt behandelt werden wollen. Richtig. Nur wir sind nicht Ihre Volltrotteln. Richtig. Also können Sie mit uns genauso umgehen, wie Sie wollen, dass wir mit Ihnen umgegangen sind. Das Wort Volltrotteln hat er verwendet, habe ich nicht verwendet. Ich habe alles dokumentiert. Haben Sie so einen Ausweis? Nein, ich muss den Ausweis nur zeigen, wenn ich eine Straftat verletze. Ja, und Sie haben eine an. Welche Straftat? Sie haben eine Verwaltungsübertretung begangen. Welche? Ich sage Ihnen jetzt zum nächsten Mal Anstandsverletzung, okay? Was ist Anstandsverletzung? Was ist das für ein Paragraph? Geben Sie mir jetzt einen Ausweis. Was ist das für ein Paragraph, Anstandsverletzung? Paragraph 1, Absatz 1, WLSG. Okay, worin besteht die Anstandsverletzung? Das hat Ihnen der Kollege schon mehrmals gesagt. Nein, noch nicht. Ich habe es nicht auf der Kamera. Sie wurden mittlerweile mehrmals abgemahnt. Sie wurden über die Anzeige in Kenntnis gesetzt. Nein, ich wurde über die Anzeige nicht in Kenntnis gesetzt. Geben Sie meinen Ausweis oder ich möchte wissen, ich möchte wissen, worin die Anstandsverletzung besteht. Was kann man sehen? Aha. Warte mal, mein Aus. Sachen mit, oder? Hey, mein Rucksack ist da. Hey, mein Rucksack ist da. Okay, da komme ich mit. Okay, komme ich mit. Ah, das ist der Supermarkt. Das gibt eine Warte, ein bisschen. Hey, hol das bitte. Hol das. Hey, das gibt mir die Maßnahmenbeschwerde, ich sag's Ihnen. Das gibt mir die Maßnahmenbeschwerde. Okay. Das gibt mir die Maßnahmenbeschwerde. Oh, ja, meine Sachen brauche ich noch. Ja, das geht noch. Hey, das gibt mir die Maßnahmenbeschwerde. Hey, gib mir einen Ausweis, freiwillig heraus. Die Möglichkeit habe ich. Ja, Sie hatten jetzt circa 10 Minuten Zeit, den Ausweis rauszugeben. Sie haben mir nicht gesagt, worin das Problem besteht. Hey, pass auf, das ist schon wild, oder? Also rechte Hosentasche, vorne. Was hast du? Rechte Hosentasche vorne. Boah, ist das? Das bitte. Warte, rechte Hosentasche vorne, bitte. Jetzt greift auch so eine Frau in meine Hosentasche, nicht stehen lassen. Das ist der Kollege. Hey. Das ist der Kollege, das ist eine Frau, bitte. Und jetzt wird eingegriffen. Eigentlich ist er eingegriffen, ja sicher. Das ist nicht mehr heute. Ja, sicher. Ja? Das ist die Hand, ja. Ich glaube, da überhaupt. Hey. Das war doch nur mal echt. Hey, vorne hab ich gesagt. Hey, vorne. Vorne. Wie ist vorne jetzt? Ha? Das ist das gibt eine Nacht. Ich trage ihn. Also. Hey, muss das sein, dass wir wehtun? Ja, dann werden Sie so gut stehen. Dann werden Sie sie nicht bekommen. So, okay. Jetzt nehmen Sie aus meiner rechten Hosentasche vorne meinen Ausweis raus. Ich habe einen Ausweis da schon. Okay. So, Identität ist festgestellt. Ich bin aus dem Lokal raus. Ich habe noch kein Lichtbilddokument gefunden.
Die Branche liegt so. Hey, das ist. Wie soll sie sonst legitimieren, wenn ich einen Lichtblas finde bei Ihnen? Wenn ich die Hand frei habe, kann ich Ihnen zeigen. Sie haben drinnen vor ca. 10 Minuten die Möglichkeit, einen Ausweis rauszugeben. Ich muss denen keinen Ausweis rausgeben, weil Sie nämlich mir nicht gesagt haben, was ich verbrochen habe. Die Kollegin hat Ihnen einmal gesagt, Anfangsverletzung. Ja, und ich habe gefragt, worin das besteht, und sie war nicht in der Lage, das zu sagen. Und ich habe Ihnen auch gesagt, dass Sie eine Verwaltungsübertretung gemäß den Corona-Maßnahmen gesetzt haben. Hey, bitte reden Sie zu tun, Herr Leiter. Hey, Sie sind dran, ich. Am Ende kriegen Sie alle die Summe. Ja. Okay. Ja, die kriegen Sie wie vorgesehen, meine Damen und Herren. Ja, passt schon. Also, können Sie vielleicht noch ein bisschen mehr wehtun, ha? Wenn Sie sich nicht wehren, wehre ich mich denn bitte jetzt? Ja, jetzt nicht mehr, weil Sie jetzt keine Möglichkeit haben. Ich werde keine Möglichkeit haben. Ich halte ruhig, ja. Ich werde mich einfach nur in qualvollen Zustand gehalten, obwohl ja. Ich mich nicht wehre. Okay. Schau, Sie drücken ja da dagegen. Wenn Sie ruhig bleiben, drücke ich auch nicht. Ach so, ich drücke dagegen. Sie drücken meine Arme bitte, ja. Sie drücken es nicht. Ja. Sie drücken. Ja, immer alle anderen, gell? Aktion und Reaktion. Ja, ja. Aktion ist Ihr Druck und der Gegendruck ist die Scheibe, die Fensterscheibe, gegen die ich klebe, gell? Ja, da drücken Sie dagegen, oder? Nicht. Haben Sie es? Magister Gottfried Wunderland. Richtig, richtig, genau. Z67 geboren. Sie sind dran, alle. Sie sind alle dran. Sie sind alle dran. Danke für die Frage. Danke, danke. Sie sind alle dran. Mit Ihrer Karriere sehr förderlich sein. Einen Anwalt arretieren. Ohne Gründe. Nicht sagen, wenn worin Sie Anwalt wären, hätten Sie wissen müssen, was Sie für eine Straftat begangen haben. Ah, Sie bezweifeln, dass ich Anwalt bin? Ha? Ich habe keine Straftat begangen. Sie können mich dann noch nicht vorgehen. Das war eine Verwaltungsübertretung. Ja, komm. Welche? Wie oft noch? Falsche Klassik, ob Sie die falsche Sprache sprechen. Ich sage Ihnen mehrmals bereits, Anstandsverletzung und Corona-Maßnahmen gesetzt. Das sind zwei Verwaltungsübertretungen. Okay, worin? Sie wurden worin abgemahnt, worin? Unterbrechen Sie mich nicht, Sie sind respektlos. Okay. Sie wurden abgemahnt, mehrmals. Ja. Ihnen wurde die Anzeige angedroht. Ja. Und dann wurde Ihnen die Festnahme angedroht, ja. Wenn Sie sich nicht ausweisen. Ja. Und Sie haben keine dieser Aufforderungen in Folge geleistet. Ja. Und somit, wenn Sie Anwalt sind, kennen Sie sicher ja. Den Paragraph 35. Ja, kenn ich. Ja. Sie jetzt Polizeigesetz so SDG, Verwaltungsstrafgesetz. Das sind drei Fälle, wo man jemanden ja. Mitnehmen darf. Gell? Ja. Und das ist definitiv nicht keiner. Einmal auf frischer Tat betreten aufgrund von einer Verwaltungsübertretung, ja, aber, die Sie begangen haben. Einerseits, Ziffer 1. Wenn darf Sie sich nicht ausweisen und den Organen unbekannt ich einmal aussprechen, bitte. Ziffer 2. Sei bitte auch so höflich, ich habe den Kollegen auch aussprechen lassen. Also ich habe den Kollegen auch aussprechen lassen. Also Paragraph 35. Wir kennen das Gesetz. Ja, kennst du es, gell? Also, du musst jetzt einmal auf welcher Tat, wie Sie richtig haben sagen, wir. Ja? Ja, aber auf welcher Tat? Was habe ich begangen? Eine Verwaltungsübertretung ja, nach dem Corona-Maßnahmengesetz. Ja, welche? Haben Sie mich gefragt, ob ich befreit bin? Ob ich befreit bin? Hey, Sie reiten sich immer tiefer rein, wie jeden das damals, gell? Also, bringen Sie sich nur sehr an, nicht dazu reden. Von der Anstandsverletzung war das nicht. Das war von der Massenverordnung, gell? Also. Sie haben zwei Fragen zu reden. Ja, passt schon. Zeige es an, bitte. Ich freue mich. Ja? Auf die Maßnahme Beschwerde, ja, voll kann ich dich suchen. Morgen. Okay. Ja. Wir freuen uns auch drauf. Die Polizei war Lachnummer. Die verhoffen gerade einen Anwalt. Ist das traurig? Warum werde ich von zwei Typen an Weil Sie sich so aufführen. Warum werde ich an der Auslagenscheibe gepresst? Das ist entwürdigend. Weil Sie ein aggressives Verhalten setzen. Aber an die Auslagenscheibe, dass jeder wieder sieht, ja, das ist entwürdigend. Ja, das kommt noch dazu erschwerend bei Ihnen. Ja? Aber besser mal machen. Schauen Sie, wenn Sie mich nicht bieten. Ja? Hey, ich lache nur. Hey, ich werde mir gegen eine Fenster in Ihrem Auslagenscheibe. Fall wäre es sogar gerechtfertigt gewesen, dass ich Sie am Boden fixiere. Seien Sie froh, dass Sie noch stehen. Okay? Okay, das hätte ich gegen Einigungskosten zollen dürfen. Ja, ja. Seien Sie mal auf, Herr Grenzverband. Ja? Hören Sie mal auf, dass Sie trotzdem zum Wehr okay? Bist du da recht? Okay. Hey, das gibt aber. Kommen Sie jetzt noch mal ruhig. Das ist Körperverletzung. Kommen Sie jetzt noch mal ruhig. Gegen eine Scheibe werde ich gepresst. Wegen der Auslagenscheibe, dass jeder schauen kann von innen, wie ich da festgehalten werde. Wo innen steht keine einzige Person? Da, ich drinnen ist hell. Ich habe Sie jetzt dreimal gefragt, ob Sie sich beruhigt haben. Okay? Würden Sie sich beruhigen, dann könnte man die Fixierung einmal auflassen. Wir lassen uns einmal auf die Fixierung. Schauen wir mal. Nein, weil Sie leisten schauen immer noch Gegenwehr. Schau, ich werde da gegen eine Scheibe. Sie leisten immer noch Gegenwehr. Ich werde da gegen eine Scheibe gepresst. Beruhigen Sie sich einfach. Ich bewege mich gar nicht. Beruhigen Sie sich einfach. Ich bewege mich gar nicht. Und sobald ich der
Meinung bin, dass sie sich beruhigt haben und spüre, dass sie keine Gegenwehr mehr leisten, kann man die Fixierung auch aufheben. Aber nicht, wenn sie sich so aufführen. Okay. Ich habe sie gerade zweimal gefragt, ob sie sich beruhigt haben. Sie sind nicht in der Lage, eine Antwort zu geben, sondern wehren sich wieder. Was glauben Sie, was passiert? Schauen Sie, wie sie sich aufführen. Papagei. Und sie sind au! 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 Der Herrn so auf Fachball zum Spielen kann, hat sie den Boden gehabt. Sicher, sie haben ja Boden gehabt. Von der Scheibe bin ich wenigstens weg, gell? Pass uns auf. Das gibt Reinigungskosten. Ist nicht anders gegangen, gell? Sind Sie jetzt dann fertig? Sind Sie fertig? Identitätsüberprüfung? Wollen Sie mich heiraten oder was? Dass Sie dauernd meine Hand halten? Alles negativ. Also, ja, passt. Aber das ist ja. Das war von Bild. Idee, ja. Reisen wir es wieder haben. Soll Sie mich nach Hause einladen? Ha? Nein, danke, Sie sind nicht mehr Typ. So, schaffen Sie das allein auf, oder Sie sind viel zu brutal, finde ich. Schaffen Sie das allein, oder sind Sie helfen? Ich kann schon allein aufstehen. Ja, dann stehen Sie auch einmal. Sie haben mich zwar runtergeworfen, aber ich kann mich allein aufstehen. Sie haben mich runtergeworfen, Sie haben sich fallen lassen. Bestreiten Sie nicht, gell? Sie gehen aber okay. Die fünf Leute, die rundherum stehen, die haben auch gesehen, dass Sie sich fallen lassen. Ja, freilich. Nehmen wir schnell Personalien auf, weil die werden es noch brauchen, das Zeug. Stehen Sie jetzt auch einmal? Ja, lassen Sie mir auch erst einmal. Nein, ich will Ihnen helfen. Lassen Sie fahren mir nicht helfen, ich bin kein Opa, bitte. Ja, aber. Lassen Sie die Hand aus bei mir. Lass es die Hand aus bei mir. Nein, wissen Sie warum nicht? Ich kann das auch begründen. Nein, da steht nicht auf. Dann bleib ich da springen, ne? Das ist nicht gut. Passt, ja. Ich lasse sie auf jeden Fall nicht raus. Was? Einfach aufgrund der Eigensicherung, weil ich weiß nicht, ob sie nochmal durchdrehen und vielleicht herfahren. Ah, durchdrehen, du, sicher, klar. Da gibt es ja ein paar Verletzte. Ich habe kein Foto drin. Ha? Okay. Ich habe es euch momentan schrecklich blamiert, so gesagt. Ich bin schrecklich blamiert. Ist er bei dir hinten noch? Da, ich hab die Hand frei. Ich lasse jetzt aus. Ja, fein, lass mich aus. Okay, lass mich aus. Wenn sie aufstehen, ja. Normal sind, passt es. Wenn nicht, ja, fixieren wir sie wieder. Passt. Wenn nicht, fixieren wir sie passt, wieder. Passt, okay. Einfach dran. Hand drauf. Ich brauche einen anderen. Oh, ich so. Schmerzen habe ich. Ich gehe zum Gott. Aua. Ja, sie gehen zum Anzug, sag ich. Also, aber ich danke. Seid ihr am Arsch? Regelt mich, ja. Wo ist mein Auto? Seid ihr am Arsch? Frau Gunther, gleich ausgestohlen. Ist alles okay? Ich hab genau nur Auslass. Ich bin gerade ausgefallen sein. Ja, sicher. Sehen Sie irgendwas am Boden? Sehen Sie irgendwas am Boden? Ja, sicher. Es würde schön sein, ich muss halt nachzählen. Wo ist mein Handy? Ich muss halt nachzählen. Ja, können wir es machen. Ja. Das ist fertig mit der Anfrage, oder? Noch nicht. Das geht in die Geschichte ein. Bin gespannt. Ja. So, eine Dienstnummer. Ihre Dienstnummer hätte ich noch nicht. Wir sind noch nicht am Ende der Amtshandlung angelangt. Wo ich wohne? Ja. Daheim. Wie sind Sie einmal drin? Was soll denn das? Was mich beleidigen? Das war beleidigend, oder? Nein, das war ganz normal. Habe ich Sie diese Polizei schon geschafft haben? Oder sind Sie mittendrin? Ja, ich habe gelernt. Ich habe gelernt. Wirklich? Okay. Ja, na passt. Haben Sie einen Umgang mit Menschen auch gelernt? Bitte? Ob Sie einen Umgang mit Menschen auch gelernt haben? Ich weiß nicht, ob das an jungen Menschen 53-Jährigen so viel fragen. Wissen Sie, genau, das ist traurig. Das ist eine echte Frage. Ich will nicht wissen, wie es mit einem Menschen umgeht. Hand verdrehen. So, ja, also als Schaufenster schreiben. Sagen Sie mal die Adresse, bitte. Paragraf 35, Verwaltungsstrafe, Gesetzestag. Ja. Identitätszerstörung, da ist der Adresse nicht dabei. Habt ihr das nicht gelernt, Herr Schul? Nein, das stimmt nicht. 35 ist die Festnahme. Okay, freilich. Da geht es um die Identitätsfeststellung jetzt da, gell? Ja, aber 34. Ja, okay. Und dann ist der Fall, dass die 14 stimmt. Bitte? Fall, dass die 14. Was? Wolltest du mich anbringen? Gerne. Das wäre kein Teil, ja. Okay, passt. Ich probiere mit Ihnen seit ca. 15 Minuten ein normales Gespräch zu führen. Ja. Sie sind nicht in der Lage, dass Sie mitwirken. Ich muss ja, als Beschuldigter muss ja nicht mitwirken. Ja, als Beschuldigter muss ich das nicht mitwirken. Als Beschuldigter muss man nicht die Wahrheit sagen. Als Beschuldigter muss ich nicht mitwirken. Ha? Das Einzige ist, ich muss als Beschuldigter eine Schützung laut leisten. Das war's aber schon. Ich frage Sie jetzt ganz normal, ob das Ihr Adresse ist. Mit der Adresse, ja? Ich glaube nicht wahr. Passt gut, dann gehst du die Anzeigen hier. Bitte? Dann bekommen Sie dort die Anzeigen hin. Ja, ja, das wird machen. Passt. Sehr gut. Ja. Aber bevor Sorgen. Ihre Anzeige kommt, habe ich den Maßnahmen bekleidet. Okay? Ja, dann passt. So, merken Sie sich, mein Name ist Wim Gottfried. Ich werde euch von sein. Ui, ich bin in der Runde, ich bin echt noch gesperrt, ich bin echt gesperrt. Sie haben die Hand weit fest verdraht. Wirklich. Schauen wir mal.
Haben Sie Schmerzen? Brauchen Sie eine Rettung? Ich habe Schmerzen, Rettung brauche ich keine, gell? Passt, ich bin ja verständigt. Als Rettung brauche ich mein Fallverständnis, habe ich gesagt, weil ihr Schmerzen. Ich habe gesagt, helfe ich Ihnen verständigt. Ja, 2, 3, 4, 5. Sie werden eher Schmerzen. Ich will Sie persönlich aber in der Psyche befreien, gell? Ja? So, schauen wir mal, ob du was da ist. Jetzt ein Maskenbibus reingegangen? Ja, gar nicht, ne? Ja. Mit diesem Wieler war ich keine Geschäfte mehr, gell? Also, da liegen die schon weg, gell? Ich habe Ihnen aber die letzten drei Mal schon bitte darum gebeten, nein, auch auf uns Rücksicht zu nehmen. Nein, da ist dann mein anderes so gesetzt. Schau. Darf ich kurz reden? Die Angestellten vom Wieler werden nicht traurig sein, wenn sie nicht mehr kommen. Wir zwar kennen sie. Ja. Und letztes Mal haben sie mit meinen anderen Vorgesetzten, kurzen Sie mal zu, ich habe sie fünfmal immer darum gebeten, auch auf uns Rücksicht zu nehmen. Auch ich habe Familie und ich glaube daran, ja. Sie glauben, dass Sie nicht daran glauben, das macht nichts. Ich möchte nicht krank werden, ich möchte weiterhin für unsere Kunden Nahrung rausgeben, ja? Ja. Und letztes Mal haben Sie dann sogar mir zuliebe Unterhosen aufgesetzt. Ja, ja, warum haben Sie das nicht gemacht? Ja, eben. Ja, hätten Sie es aufgesetzt. Übrigens, irgendwas steht in der Zeitung, St. Pöltener, irgendwo St. Pöltener Lokal, gell? Arbeit, wieder Arbeit mit Höschen, ja? Das war ich übrigens, gell? Ja, aber ich find's mir gegenüber halt auch nicht wirklich. Ich find's von mir gegenüber, Frau, was ist denn das, Frau Bauer? Himmelbauer, wir kennen Sie schon lange genug. Frau Himmelbauer vom Namen her nicht. Ich finde mir gegenüber nicht respektvoll, weil Sie eine Maske tragen, was wir hier reden, gell? Okay? Ich muss es von meiner Firma aus, weil Sie zahlen nicht mein Gehalt, sondern die Firma Bieler zahlt mein Gehalt. Ob ich hier Gehalt zahle, ich will einkaufen gehen, deswegen zahle ich Gehalt, gell? Ganz ehrlich. Was soll ich machen? Ich will auf seinem SG und Sie dann nicht bezahlen, gehe lieber arbeiten, trage die Maske, wie mir mein vorschriftsgemäß auch gesagt wird. Ja. Ich halte mich an das, was meine Firma sagt. So, ja, und dann soll ich auf seinem SG und Sie zahlen. Das ist ein Urteil, bitte. Ja, das Urteil ist vom 1. Oktober. Wahrscheinlich, geben Sie es Ihnen vorgesetzt. Ja, ich brauche ihn nicht geben. Ja, also die Nummer hätte ich gern. Ja, wenn Sie irgendwas braucht, ich ja, guck mal bitte. Nein, aber der Herr muss eine Sache, weil er nicht einigen. Er hat keine Kabel mehr. Kommt einer von euch mit rein, nicht das heißt, wir haben was aus dem Rucksack genommen. Ja, kann sehr gern von den Tischen dazu sagen. Ja, das Problem ist, ich glaube, von mir an immer... Okay, na, dann bleibt es da, ich hole es da her zu dir, gut? Ja, genau. Ja, wir schauen. Sie haben eh schon 500 nachgezählt. Genau. Sicher haben Sie schon zählt. Ja, zweimal schon vor unseren Augen. Ja. Schauen Sie bitte, die Dame kommt gerade mit dem vollen Einkaufswagen. Ja, mal. Das ist gut. Die Dame hat sich gebeten, dass sie den Rucksack vom Wagen übernehmen. Das bin ich denn. Das ist ja auch der Wagen. Das geht ja, weil die Waren nicht bezahlt sind. Und den Rucksack greift die Dame nicht an, weil es ihr Abend gibt. Ja, freilich, ja. Sie dürfen das ausräumen, ja? Sie haben guten Kunden verloren, ja? Also, ich schreibe Ihre Firma an. Wir warten mal Entschuldigung, ja? Ich bin die Hörerin und die Kassiererin. Nein, ich weiß aber. Von dieser Dame warten wir Entschuldigung, ja? Als Schriftliche. Aber es hat Ihnen letztens mit dem anderen Vorgesetzt da schon gesagt. Ja, passt. Ja, passt. Ja. Ich wollte jetzt einmal Entscheidungen lesen, ja? Also, geben Sie das bitte dem Vorgesetzten, dass man auch lesen kann, dass ich ohne Maske drin sein darf, gell? Bitte. Damit der Wasser seit zu und Kunden ausgeschmeißt, gell? Okay. Gut, meine Damen, meine Herren, so fertig, ja? Ja, von den Rösten. Hey, ich nehme einen Burschen, der kann viel lernen, gell? Damit auch. Ja, die brauchen wir für den jungen Burschen lassen. Ich bin auch Respekt für meine Mitmenschen. Ah ja? Respekt? Das ist ein Problem, dass man Respekt haben.